Servus, liebe Fernsehzuschauer, draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der beliebte und bekannte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle wieder zu der legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich zwei engagierte und verdiente Sozialdemokraten bei mir. Sie sind erfreulicherweise zum zweiten Mal in meiner Sendung. Das letzte Mal war jeder einzeln da und da hat jeder versprochen, wenn Judah gewinnt, kommen wir wieder in eine Sendung. Ich kann nur sagen, Männer, Wort gehalten. So Leute, fallen mal. Und zwar sitzt hier der Peter Niethammer, der ist stellvertretender Vorsitzender SPD Rhein-Gönnheim und Mitglied der Ortsbeiratsfraktion. Ja. Hallo Peter. Hallo, ich grüße dich. Und das ist der Günther Bayer, der ist Stellvertreter und Vorsitzender des Ortsvereins SPD, Ortsverein Helmshof. Gewesen. Gewesen. Für mich bist du immer noch. Günther, hallo. Gewesen. Gut. Wir sind zusammengekommen, um den Sieg von der Juda zu feiern. Du hast vorhin zu mir gesagt, du hast gemeint, es wird enger. Ja. Aber ich habe gesagt, wer keine Argumente hat wie der Peter Übel, der kann eigentlich gerade gewählt werden. Und das hat sich durchgesetzt. Wer will anfangen mit dem Lobeshymne auf die Juda? Ich fange an. Ich sag mal Folgendes. Ich war überzeugt, dass die Juda Oberbürgermeister wird. So. Dass wir 58% holen. Ja. Da hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Ja. Ich dachte, so 2-3 Punkte, dann sind wir zufrieden. Samstags obens, wir hatten ja Kerbe. Ja. An diesem Stichtagwochenende. Ja. Da war ich mit der Juda noch um 4 Uhr rum, mit der Cornelia, auf der Biertisch gar nicht durchsitzen. Ja. Und da habe ich schon gesagt, Jutta, morgen, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja. Ich wünsche uns viel Erfolg. Du machst die Geschichte. Aber es wird ein Stück harte Arbeit und wird manchmal am Schirm andere Zahlen da sein, zwischen euch, die wir vielleicht hoffen. Aber eins habe ich schon versprochen. Wenn du Bürgermeister wirst, Oberbürgermeister, rufe ich dich um 7:30 am Montagmorgen an und gratuliere dir. Und ich sagte, ich hab's gemacht. Ja. Am 7:30 habe ich die Juda auf mein Handy angerufen und habe eine freundliche Stimme gehört. Ja. Und wir haben gelacht und wir waren entspannt. Denn dass ich ganz entspannt war an dem Sonntag, das kann ich so nicht sagen. Bevor der Günther seinen Kommentar loswird, erheben wir mal das Glas auf unsere neue Oberbürgermeisterin Juda. Ja. Viel Erfolg im neuen Amt. Wenn auch nur Wasser dran kriegt, ist alles kommt von Herzen. Ja. Günther, jetzt bist du dran. Ich sage, der Erfolg der Juda hing auch damit zusammen, dass sie durch die Osthalle gegangen ist, ja. Hat die Bürger befragt, was liegt ihnen eigentlich am Herzen. Ja. Und das meine ich, das war eigentlich mit ausschlaggebend für ihren Erfolg. Ja. Und vor allen Dingen auch die Herzlichkeit, die sie immer mit rübergebracht hat, wenn sie irgendwo war. Sie konnte auf die Leute zugehen, ja. Sie konnte mit den Leuten reden. Und sie hat sich auch immer Notizen gemacht, wenn irgendwas Wichtiges war. Das muss man auch, so sehen. Ja. Und sie hat halt eben, sie ist mit richtigem Herzblut in die Sache reingegangen. Das kann ich dazu sagen. Sie hat auch Hausbesuche gemacht. Wir haben unser. Von Ortsverein sind ja auch von uns Leute mitgekommen, allein dass das nicht geht. Nee. Da muss vom Ortsverein jemand dabei sein. Ich kann ja nicht, mit meinem Knie habe ich mit meiner Treppenlaferei, es ist schwierig, aber die anderen haben das gemacht und das war gut so. Auch unsere ehemalige Ortsvorsteherin, die Julia, war dabei. Also, und ich habe das ja gehört im Ort, wenn mich spricht man ja auch. Die Frau Steinbruck war da und das und jenes und das war gut. Ich persönlich muss ja ganz sagen, ich halte ja von den Hausbesuchen nicht so viel. Aber jeder sagt mir, und der Erfolg ist ja da. Der Erfolg gibt ja den Recht. Das ist wertvoll. Auch die Doris Bannet sagt, diese Hausbesucher sind wertvoll. Ich habe mich überzeugen lassen, man hat Leute abgestellt mit den Juda und zusammen. Und das war gut. Und der Erfolg, ich wiederhole mich, hat uns Recht gegeben. Und wenn man Erfolg hat, hat man alles richtig gemacht, Freunde. So sollte es sein. Ja. Man darf aber einer nicht vergessen. Ja. Einer darf man auch nicht vergessen.
der David Schneider. Ja. Freunde, das ist ein Kind von uns, von der SPD Rangenheim. Und ich bin ganz stolz. Und wie der David sich dort gemeldet hat, war ein junger Mann, hat er als Vereinreichen und gesagt, jawohl, den unterstützen wir. Ja. Weil ich mir kenne den als Vereinreichen, der war gut. Ja. Und ich glaube, die Jutta und er, und die kann ich ja nicht vergessen, kann und die anderen, wo mitgeholfen haben, haben den Erfolg gemeinsam mit der Galionsfigur Jutta Steinruck erkämpft, erarbeitet und erkämpft. Und ich bin irgendwo ein bisschen stolz auf unseren SPD-Lade. Weil die Familie darf man damit vergessen. Nein. Die hat, ist ja praktisch sozusagen die persönliche Referentin gewesen, der Wahlkanzler für sie. Ja. Und die hat trotz Familie ja ziemlich viel Zeit geopfert dafür. Ja. Ja. Also die Jutta kommt auch noch in meine Sendung, klar, logischerweise. Und der David hat auch versprochen zu kommen, aber im Moment ist viel los, hat er gesagt. Der Chef still und überhaupt bei der SPD, kann ich verstehen. Also David, alle warten auf dich und auf die Jutta sowieso. Ja. Und ich kann nur von mir sagen, ich habe die Jutta kennengelernt im Januar oder Anfang Februar, war sie bei mir gewesen. Ich habe damals zu Jutta gesagt, die können Sie fragen, wenn jemand so sympathisch, so nett, so bürgernah, so kompetent und zu einer Voraussetzung mit einem, so einer politischen Fachkenntnis mit diesen Mitteln ausgestattet ist, dann muss er Oberbürgermeister werden, sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Und bei den intelligenten Bundeshelfer Bürgern sowieso, weil ich habe immer gesagt, es war ja zu der Zeit immer so der Trend, die Wahlen in Amerika, in Holland, sagen wir so, die Sprüche oder die Kampagnen haben mehr gezogen wie die Programme. Dann habe ich für mich gedacht, hoffentlich ist bei der Jutta nicht so, dass wirklich da das Programm zieht. Und die bundeshelfenden Bürger haben bewiesen, dass sie wirklich was im Kopf haben. Die haben die Jutta gewählt als Person natürlich, aber auch, weil sie Aussagen gemacht hat für die Zukunft. Ja. So sehe ich es. Vor allen Dingen hat sie Aussagen gemacht, die erfüllbar sind. So ist es. Das ist wichtig. Ja. Sie hat meiner Meinung nach keine Luftschlösser gemacht, sondern sie hat wirklich gesagt, die in 8 Jahren, sondern wie ja die Amtszeit, auch in ziemlicher Wahrscheinlichkeit durchsetzbar sind und erfüllend sind. Also, dass sie jetzt was versprochen hat, wo utopisch ist, das hat sie nicht gemacht. Yes. Sie hat gesagt, sie bemüht sich um manche Sachen. Klar, wenn es geht, geht's. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Wie unsere finanzielle Situation sich bei der Stadt entwickelt, wenn Zinserhöhungen kommen, das wissen wir alle drei nicht. Da müsste ich unseren Dieter Veit fragen, der Dieter wahrscheinlich die Hohrkatze, die er nicht hat, wenn er an Zinserhöhungen denkt. Aber man kann schon manches machen, ohne großes Geld. Die Sauberkeit, die Ordnung in der Stadt, die kostet im Moment nettes Geld und bringt aber viel in den Stadtteil oder auch in der Innenstadt. Das sieht ja manchmal aus wie bei Hempels. Ne? Und ich muss sagen, die Rheinpfalz hat nach der ersten Wahl eine für mich sehr aufschlussreiche Auflistung der Themen genannt. Schon bei der repräsentativen Vorumfrage hat es geklappt. Kompliment an die Kollegen von der Rheinpfalz. Da stand Nummer 1 Sicherheit, Nummer 2 Sauberkeit, Nummer 3 Infrastruktur. Diese drei Dinge, auf die kommt es an. Und da hat die Jutta dann eben gesonderten Wert drauf gelegt, von Natur aus schon, und hat auch die richtige Antwort gefunden. Und Peter Übel ist bestimmt ein netter Mensch, ein sehr guter Arzt sowieso, wenn man hört, aber er hat keine Antworten gebracht. Ich habe nichts gehört, auch in seinen Handzellen. Ich habe das genau durchgelesen. Da stand nichts Konkretes drin. Da stand zwar was von schönen Radwegen, aber was bringt denn das? Bringt dann viel. Aber richtig Antworten auf diese brennenden Fragen hat er nicht gebracht. Und deswegen ist er auch nicht gewählt worden. Ja, die Bürger wollen was hören. Die wollen aber was hören, wo sie Sachen kennen. Ja, das kann man umsetzen. Also Schlupfschüsser oder Anliegen, Archäologen werden wir sowieso genug auf der Welt, dann braucht es nicht die Jutta zu machen. Das überlassen wir andere. Sie hat ein Programm aufgestellt mit uns zusammen. Wir haben über manche Sachen auch diskutiert. Ich weiß noch mal, dass ich in einer Sitzung gesagt habe vom Stadtverband, tut man mal die Sicherheit ein bisschen hervorkehren. Das ist ein ganz großes Thema in den Stadtteilen. Und das ist ja dann geschehen. Oder was es sowieso vorkam, das will ich jetzt so nicht behaupten. Aber wir haben natürlich auch ihr Zug gespielt und bei den Foren in den Stadtteilen
war ja Neugern im Enz. Und da muss ich sagen, das war gut. Das war gut. Und ich kenne mal Leute. Da waren also nicht nur SPDler gekommen. Naja. Da waren auch ganz eingefleischte von anderen Parteien gesessen. Das war gut so. Ja. Die sich aber an der Diskussion beteiligt haben. Da ging es um Schule. Da ging es um Freizeitstätte. Da ging es um Baugebiete. Ja, Straßenbahn, Nahverkehr und was passiert mit der Brücke? Das ist ein großes Thema, das die Jutta garantiert manche schlaflose Nächte bescheren wird, wenn wir wirklich das Ding auffangen. Und in den 8 Jahren, die sie gewählt ist, hat sie umfangreiche Arbeit sich vorgenommen. Und ich wünsche und wir von Rang genommen werden mithelfen, dass es funktioniert, soweit wir das können. Und wir stehen einfach hier natürlich da mit Edward da. Liebe Fernsehzuschauer, wir machen jetzt ein bisschen Wunschkonzert. Ja. Kündner, du fängst an. Und zwar, was wünschst du dir, was Jutta, du als erfahrener Kommunalpolitiker, anpacken soll als erstes? Wahrscheinlich ist das Problem mit dem Müll. Das ist ein riesiges Problem geworden, das mit dem Müll, ja. Jeder schmeißt halt seinen Dreck eben auf die Straße. Ja. Ich bin heute Abend wieder irgendwo vorbeigefahren, steht bei Fasche komplett. Kannst du dich lauter sprechen? Ich bin heute Abend wieder irgendwo vorbeigefahren und ich hätte innerhalb von 20 Minuten komplettes Wohnzimmer gehabt. Ja. So Einrichtung, ja. Und es war noch nicht einmal alles Möbel, dass man sagen will, das ist ausrangiert worden. Ich vermute, da ist eine Wohnung leer gemacht worden und dass der ganze Simmel einfach runtergelegt worden auf die Straße. Ja. Und ich denke, es ist ein sehr schwieriges Thema, was er da hat, Judah. Das wird sie auch nicht von heute auf morgen lösen können. Ja. Das weiß ich, das wird Jahre dauern. Ja. Und das, was heute jemand geschrieben hat, auch über Facebook, von wegen dieser Sperrmüll immer ist, ja, würde ich sagen, da soll ich dann mal ein guter Mann mal die Gesetze angucken. Ja. Dann weiß er, dass es nämlich gar nicht mehr so geht, wie er geschrieben hat. Ja. Und da ja heute diese Wertstofftrennung gemacht werden muss, das ist ja vorgegeben vom Gesetzgeber, das hat ja nicht die Stadt Lüttichsal erfunden, sondern das halt eben, man die Bürger wirklich dazu erziehen muss, notfalls auch über den Geldbeutel, dass das halt eben nicht mehr läuft. Mir ist es recht, wenn es ohne Geldbeutel geht, ja, wenn man auf die Vernunft der Leute appellieren kann. Ja. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die sind halt in der Richtung resistent, beratungsresistent oder verständnisresistent, ja. Und bei den Leuten muss man halt eben an die Geldbeutel gehen. Und wenn sich das mal umgesprochen hat, was das kostet, und mal eine richtige Rechnung bezahlt hat, ja, dann wird es meiner Meinung nach nachlassen. Ich habe so einen typischen Fall gehabt bei mir. Ich hatte ja hinter dem Haus eine Grünanlage. Da stand also ein Fahrzeug, ein PKW, im Sandkasten von den Kindern. Was will ich da noch sagen? Nicht mal schon mehr dazu zu sagen. So. Und ich habe den fotografiert, haben angezeigt. Mhm. Ja. Seitdem steht da hinten drin kein Auto mehr. Mhm. Es hat sich also rumgesprochen. Ja. Pass auf, da, wenn du das mal dich da hinten reinsteht, kann es sein, dass er dich anzeigt. Ja. Mhm. Und seitdem steht kein Auto mehr da hinten drin. Mhm. Und ist halt scheinbar nur, gibt halt scheinbar nur den Weg im Endeffekt, wenn jemand uneinsichtig ist, dass es halt eben über den Geldbeutel gehen muss. Aber du meinst, das sind alles Leute, die dort wohnen, die das machen? Ja, großteils. Ja. Es gibt auch Ecke, wo ich sage, wo ein gewisser Mülltourismus ist. Wo sie aus Mannheim rübergefahren kommen, schnell dahin schmeißen und wieder abhauen. Ja. Ja. Das haben Anwohner gesagt, zum Beispiel an dem Parkhaus Muttstraße, Kanalstraße Muttstraße. Es ist ja wunderbar, du kommst aus Mannheim rüber, fahrst an dem Eck vorbei und fährst dann gleich wieder nach Mannheim rüber. Ja. Da haben aber gesagt, dass sie 8 Fahrzeuge kennen, Anheimer Kennzeichen, die ja nachts ausladen. Ja. Aber es schreibt sich halt niemand die Autonummer auf. Ja. Jeder will ja da nicht, wenn es harte Fahrt geht, Aussagen oder ähnliches. Kriegt ja dann niemanden. Ja. Und über 2 Sachen müssen wir uns auch noch im Klaren sein. Ja. Wir haben so wunderschöne Wertstoffhöfe. Ja. Wir haben in Reugenem einen Wertstoffhof, der ist wunderbar. Ja. Betoniert, da steht alles akkurat. Die Leute, die dort schaffen, sind freundlich, die helfen, die sagen da wohin. Ja. Und. Trotzdem haben wir Ablagerungen in allen möglichen Bereichen. Ja. Autobahnausfahrt oder diese Kurve, ja, irgendwo. Manchmal stehen sie Sachen vorne hin, weil sie zu spät kommen oder was weiß ja ich. Dabei haben die genügend offen. Also es ist schon, manche Leute machen es schon sehr einfach. Ja,
Und das sind dann wahrscheinlich die, die am meisten kreischen, wenn irgendwo was nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Ja, und Sauberkeit ist auch noch was, wo uns im Moment, wenn ich sage, nicht zusätzliches Geld kostet, dass die Leute gezielt eingesetzt werden, wo was zu machen ist. Und an den Spielplätzen, dass die Bischnetze hochwachsen, da haben wir einen Stadtratsbeschluss, das will ich vielleicht schon wissen, 80 cm, dass man von außen neu gucken kann, dass sich nichts hinter da abspielt, was man von außen nicht sehen kann. Mhm. Da haben wir auch schon zweimal, dreimal, zu der Zeit, wo der Klaus noch gelebt hat, gesagt, Klaus, du musst mal wieder da rausschicken, unsere Spielplätze sind zugewuchert, das ist dann auch gemacht worden. Aber das sind Sachen, die kann man in Angriff nehmen, das nehmen die Leute wahr und kostet im Moment kein Geld. Die GRG hat ja da diese vorbildliche Sache gemacht, in aller Lärmschutzzeile. Und im Sof, die haben ja das ganze Gebüsch, was alles war, alles weggemacht. Teilweise haben sie Parkplätze mehr hier gemacht. Und ist kein Gebüsch mehr, da kann ich mehr was reinschmeißen. Und gerade. Und gerade ziehen. Die gerade. Kennen sich nicht haben. Nein, wenn sie harte unter Schlüpfen gucken sie natürlich, ja. Ich meine, die Stadt könnte sich meiner Meinung nach das Geld für die Rattenbekämpfung eigentlich sparen. Weil die haben ja in der Sache täglich gedeckte Tisch mit verschlauter Leckerbisse. Ja. Aber was ich nicht verstehe, wenn das Leute sind, die ja drohen, entweder kommen die aus Gegenden, wo das auch so war und sind so gewöhnt, oder sie denken nicht weiter, weil sie schaden sich ja selbst damit. Das sehen die nicht so. Das sehen die nicht so. Das sehen die nicht so. Das ist Egoismus. Ich hab den Scheißdreck los und die anderen sollen sich mit umreißen. Richtig, ja. Zumal es ja regelmäßig abgefahren wird von der Stadt. Ja. Ich meine, das muss man ja sagen, die Stadt hat ja im letzten Jahr sehr, sehr viel mehr gemacht wie vorher. Also es bleibt nicht mehr tagelang liegen, sondern die fahren also täglich mehrmals durch und sammeln alles Zeug ein. Sogar samstags und sonntags. Wenn aber genau die Ortsbeiratssitzung einmal verfolgt. Die Berichte in der Zeitung oder wenn selber dort teilnimmt, das war auch immer ein Thema in der Ortsbeiratssitzung, wo wir darauf gedrängt haben, die Verwaltung guckt doch einmal das und das und das. Und wenn man dann angerufen hat, das muss ich auch sagen, sind sie gekommen. Ja, manchmal noch am selben Tag. Ich meine, dass Reife abgelagert werden neben das Container, da kann niemand was davor von der Stadt. Das sind unser Leid, die Leute, die da sind. Aber wenn ein Reifen liegt, liegen morgen drei. Richtig, wenn ein Möbelstück da steht, dann liegt total morgen der ganze Berg. Ja. Das ist eigentlich, ich sage immer, diese unwahrscheinliche Mehrung. Ja, die man da hat. Dann stinkt da die Hemmschwelle. Wenn schon ein Haufen da liegt, rote schmeiße ich halt auch dazu. Ja. Was würdest denn du, wenn du Bürgermeister werden würdest, in deinem nächsten Leben her? Was würdest du denn an erster Stelle machen? Was würdest du dir von der Jura wünschen, dass sie von deiner Sicht aus zuerst angefangen? Hast du da so eine Reihenfolge? Ich habe da jetzt keine Reihenfolge. Die Frage kommt, trifft mich jetzt auf den Fuß, weil ich mit 73 Jahren ja kein Bürgermeister mehr war und das Wetter lebe. Von der Erfahrung her könnte es sein. Ja, aber wollte ich mal nicht mit zumuten. Es gibt ein paar Sachen, die ich persönlich, das ist die Sicherheit, das ist die Infrastruktur, die Entwicklung der Ortsteile. Da ist geschludert worden die ganzen Jahre. In der Ortsteile wird die Einkommensteuer erwirtschaftet und alles Geld geht in die Innenstadt. Das habe ich dem David Schneider schon ein paar Mal gesagt. Also David, da spielen wir nicht mehr mit. Bei uns in Reichen wäre auch genug zu machen. Und da sind Neubauviertel, gibt es ja nicht mehr. Im Kappes, das ist 50 Jahre alt, da käme man an der Straße an, der tot war es. Was Mensch, wie die Platte stehen. Die haben wir ja früher mit Platte gemacht, 30 auf 30. Die kippen, dann stehen sie Haus und dann kommen die Leute mit dem Rollator. Und ältere Leute, so wie ich mit meinem Fuß, wenn da hängen bleibt, das tut einfach weh. Da gehört aber was gemacht und nicht alles nur in die Innenstadt. Nein, ich höre immer nur Innenstadt, Innenstadt, Innenstadt. Die Stadtteile haben es aber notwendig. Wobei ich sagen muss, Maulach hier hat ein wunderschönes Zentrum hier gebaut. Ja. Nur wenige Meter da drüber. Das nehme ich mir immer Respekt ab, wie das gemacht worden ist. Vom Architekt und von der Verwaltung her. Die haben ja auch mitspielen müssen. Also das ist schön.
Das ist sehr schön, Bananenstaub. Also jetzt haben wir die Sauberkeit. Ja. Haben wir praktisch die sogenannte Infrastruktur. Ja, so ja. Sichert die Sicherheit. Die Sicherheit der Niederschwung. Ja. Und dann fehlt und der Nahverkehr. Noch, der Nahverkehr. Das Verkehrswesen, ja, wie heißt, ja. Die der Hochstraße macht. Ja. Ne? Wir haben hier in Neuengelm die Straßenbahn. Da sind wir ja ganz glücklich. Ja. Und wenn ich oft Neubürger frage, warum sind Sie in Neuengelm gezogen, dann kommt Folgendes. Straßenbahn, ja. Naherholung in der Nähe. Ja. Die Kinder kennen leicht mit der Straßenbahn, ja, in die Schule kommen. Und Vater, wenn er berufstätig ist, kommt über die Autobahn, über die B44 und was wir alles haben, schnell zu seinem Arbeitsplatz. Ja. Nun, da haben wir gesagt, wenn jemand, hat ihr jemand erzählt, von einem Gönner mit der Straßenbahn fahren will, nach Rübigshagen, dann braucht er ungefähr, was weiß ich wie lange, das heißt, ich weiß nicht mehr die Zeit. Also bis zum Berliner Platz. Ich stehe schon sagen 20, 25 Minuten, ja, bei der Bahn. Vor allen Dingen fährt die Straßenbahn auch nicht immer zu allen Zeiten. Nee. Und das muss verbessert werden. Um 9 Uhr. Also, wenn die Hochstraße saniert wird oder abgerissen wird, muss der Nahverkehr effektiver gemacht werden. Hagenreit brauchen wir. Ja. Wenn wir die Leute in die Straßenbahn bringen wollen, in Neukölln, dann brauchen wir ein Parkplatz für die Leute. Ja. Das tun wir jetzt schon anderthalb Jahre predigen. Ja. In der Ortsbeiratssitzung. Konkrete Vorschläge. Ja, vor allen Dingen müssen diese Parkplätze noch kostenlos sein. Ja gut, das sind sie bei uns im Moment. Im Moment, ja. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, ja, hat ein Stadtkenner sicherlich auch ein Auge drauf. Er braucht ja Geld. Was also, wir in Neuengelm unbedingt erhalten wollen müssen, ist unser Windpark. Ja. Ich bin ja Mitglied in der Vorstandschaft vom Windpark. Und wir haben jetzt 100.000 Euro das Wildgehege geschenkt, der Stadt geschenkt, für das Gehege, für die Luchse, 100.000 Euro hat der Förderverein hier investiert und zum Großteil schon bezahlt, der Rest steht einmal über 10 Jahre ab, aber das sind so Naherholungsgebiete, wo der Vater morgens mit zwei Kindern hingeschickt wird, dass die Mutter kochen kann oder mal Ruhe hat und dann laufen die Tiere rum, das ist schön, wir machen jetzt am Samstag unser Martinsfeuer, auch wieder, kommen auch wieder viele Leute, viele Kinder. Also wir versuchen auch ein bisschen Leben in den Ort neu zu bringen und. Das kommt ja auch dazu. Ich meine, eine Stadt besteht ja nicht nur aus Verkehr, aus Wirtschaft, aus Infrastruktur, sondern auch aus Kultur. Da muss alles getan werden. Ja, ja. Sport und Kultur, das geht zusammen, meine Ansicht nach, weil es gibt Leute, die wollen Sport treiben, so wie ich gemacht habe. Alle wollen das Theater. Ja. Ich bin jetzt so. Ich sage immer, ich bin Kulturbanause. Aber ich erkenne natürlich auch, dass es auch dafür Angebot geben muss. Unstrittig. Ja. Das heißt, für die Jünger gibt es viel zu tun. Ja. Aber ich bin mir sicher, ihr bestimmt auch, dass ihr das mit Ruhe, Gelassenheit, aber mit Bestimmtheit, wie es halt ihre Art ist, immer für den Bürger da zu sein. Anpacken wird. Und wir unterstützen es auch. Das nächste Problem, das größte Problem, was die da haben, nicht wie die Hochstraße sorgen. Das mag ich doch gar nicht dazu denken. Weil, nächste Fall, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob sie es überhaupt macht. Weil ja seitens des Bundes oder des Landes nur Zusagen da sind für die 300 Millionen. Das glaubt doch nicht. Land dann nicht mit Argentinien und vorne, ja? Wenn ich darauf rechne, die Planung ist über 2 Jahre alt. Wenn ich bloß einen Preisanstieg von 10% pro Jahr, das kumulierend auf die Jahre, ja, dann bin ich irgendwo bei 400.000, 500.000, ja, wenn es überhaupt reicht, ja, weil, und wenn das dann, wo bleibt dann der Rest hängen, dann ist ja tödlich drauf. Wenn ich jetzt was sage, sage ich das einfach so, dann sage ich, denke mal drüber nach. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Straße nicht mehr zu sanieren ist. Es gibt nichts, was man jetzt sanieren kann. Und der, wo auf Mannheim will, Eichhafen, Freunde, der geht nach Mannheim. Und der nach Ludwigshafen will, der biegt ab. Also mit dem Argument, die Hochstraße weg und die Leute gehen in Ludwigshafen mehr Eichhafen, das zieht bei mir nicht. Mit Sicherheit nicht. Und diese Hochstraße, da wären manche Städte froh, sie hätten das System. Und ich sage immer noch, es gibt nichts, was man nicht sanieren kann. Und da stehe ich drauf, ich bin von Haus aus E-Techniker.
Wir haben auch manche Maschinen, die gehen so verschrotzen, haben wir sie doch wieder hingebracht. Und so wird es im Bau aussehen. Ich habe mal von einer Mitarbeiterin gesagt, die Straße wäre so kaputt, man Salz eingebracht. Wenn man die oben wieder dicht machen und sanieren, dann wird das Salz innen drin gebuddert. Und wenn die Feuchtigkeit nachhört, wird es dann nicht aggressiv. Also da sollte mal, ich sage ja, Jutta, denke mal darüber noch mal ganz intensiv noch, wenn ruhig 5 Minuten hast. Also sie hat ja in der Diskussion gesagt, wenn es gesichert ist mit der Finanzierung, aber sieht das noch gar nichts. Also es muss ja gesichert sein, sonst macht der Ludwigshafen noch mehr Schulden. Richtig. Und das wäre der finanzielle Spielraum wird dann noch enger. Das wäre nicht im Sinne der Ludwigshafener Bürger. Mit Sicherheit nicht. Es ist einfach doch nicht nur eine Sache vom Geld, was Mensch was auf uns zukommt. Ah, ja? An Background, Parkenreihe, das ist doch in den 300 so und so viele Millionen doch gar nicht drin. Da muss Straßenbahn auch geschafft werden, Busse müssen auch geschafft werden. Was weiß dann ich, was noch alles auf uns zukommt. Ob das so alles drin ist, das wage ich zu bezweifeln. Ja, und dann Peter und Günther, was mich interessiert, kann man überhaupt vorausplanen, wie lange es dauert? Was gibt es doch in Berlin oder in Stuttgart? Das dauert immer viel länger als geplant ist. Und dann werden die Kosten noch mehr. Und mit 5% da, ja. Die Planung ist doch mit so viel Unwegsamkeiten. Was findet man unten drin? Wissen wir das alles, was da unten drin ist? Wissen wir das alles? Das wann einer dann die Bodenprobe nimmt und die SGD Süd sagt, stillstehe. Wissen erst, worüber überhaupt über das Zeug hinschauen. Das ist doch alles, Ludwigshafen ist doch überall irgendwas. Und was sich vormache. Und also wie gesagt, ich war von Anfang an skeptisch und bin bis dato skeptisch und hoffe, dass ich es erleben kann, wenn sie es wirklich abreißen, dass ich es erlebe, dass ich wohl noch darüber laufen kann oder unten fahren kann. Also ich persönlich bin nach wie vor für die Sanierung der Hochstraße. Da sind wir nicht weit aus, oder? Meiner Meinung nach muss die zu sanieren sein. Aber ja, ich sag das auch. Da sollte sich mit Leuten halt wohl zusammensetzen, die nicht unbedingt aus der Baubranche sind, wo abreisen wollen und bauen wollen. Peter Günther, jetzt will ich zum Schluss noch eine Frage stellen. Ja. Der Peter Übel hat ja beim ersten Mal 40% gehabt und die Jutta 48, so ungefähr. Ne? Und beim zweiten Mal, bei Stichwahl, ist es dann noch weiter auseinandergegangen. Was denkst du, Günther, oder du, Peter, was die entscheidenden Punkte waren, warum der Peter Übel dann noch mal abgefallen ist? Ja, da war, meiner Meinung nach war das erste diese Sache mit der Helmut Kohl-Allee. Das ist Vorbrechen und dann Rückzieher an der Rede. Das war schlecht für ihn. Des Weiteren meine ich, dass er zum Schluss noch versucht hat, mit Dreck zu schmeißen. Aber das macht man einfach nicht. Das hat mich überrascht. Das ist eigentlich für ihn eigentlich kein Spiel. Weil er bis dahin ja sehr fair war, muss ich sagen. Ja, ja gut, Jutta war ja auch fair. Ja klar, logisch. Und dann anfange dann noch zum Schluss noch mit Nachträte, mit Dreck zu schmeißen. Ja. Und dann, jetzt ziehen danach das Nachträte, ja, was er doch versucht hat. Ich wäre der Bessere gewesen, Mann. Ja, es ist ein schlechter Verlierer. Ja, schlechter Stil. Henna Leitzahn, die nicht SPD-Mitglieder sind. Ist ein schlechter Stil. Ich hätte vielleicht an seiner Stelle, hätte ich schon nach der ersten Wahl gesagt, okay, kann ich die Schwartrede nicht mehr haben. Man muss sich nicht zweimal die Blöße geben. Was aber denkst du, Peter? Ja, ich, da stehe ich voll hinter dran, hinter deiner Worte. Ich glaube aber auch, wir haben es nochmal fertig gebracht, in der Ortsvereine noch einmal in die Häuser zu gehen, Veranstaltungen zu machen, die Leute anzuschwätzen, sagen wir mal, auf den Termin hinzuweisen. Es gab ja viele Leute, die sagten, wir wissen gar nicht, dass Stichwahl sind. Hat man die Jutta eben schon gesagt, hat gesagt, du, wenn ich will das gar nicht wissen, dass Stichwahl sind. Ja. Ich glaube, die Partei selber hat sich noch einmal gerissen. Und hat sich zusammengerafft oder zusammengenommen und hat gesagt, hopp, auf, es geht los. Und das sage ich noch einmal, das hat am David Schneider angefangen. Ich weiß, wie viele E-Mails ich da gekriegt habe von ihm, nicht ich, wo wir gekriegt haben, was da alles angeregt worden ist und die Doris war präsent, muss ich auch sagen, wenn wir sie gebraucht haben, weil die Jutta, die Doris auch, die Jutta war präsent. Wenn wir sie gebraucht haben, irgendwo war sie da. Und das alles zusammen, was du gesagt hast, was ich gesagt habe, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich das Ergebnis ist 58%. Und
Ja, Freunde, da können wir stolz drauf sein. Wir können alle stolz drauf sein, aber eins dürfen wir vergessen. Wir können alle noch so viele gute, hervorragende Arbeit leisten. Wenn wir jetzt eine gute Kandidatin gehabt hätten, hätte es nicht geklappt. Hätte es nicht geklappt. Da können wir alles so gut haben, wie wir wollen. Ja, die hat überzeugt. Die Jutta hat überzeugt. Klar sagen, ne? Ja. Viele Leute persönlich überzeugt. Ja, ja. Durch ihr Auftreten. Mich auch. Aber durch ihr Auftreten überall, wo sie hinkommen, ist persönlich überzeugt. Mich hat sie 2015, 16, habe ich es schon mal schon gesagt, einen Weihnachtsgruß geschickt über E-Mail, machen wir ja halt, ne? Ich habe was anderes gemacht. Und da habe ich halt drüber überdenkt, 2016 deine politische Zukunft. Weil ja 2016 war ja dann rausgekommen, dass sie kandidiert. Und da habe ich dann schon gesagt, überdenkt deine politische Zukunft im Jahre 2016. Und ja, also ich bin zufrieden. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Ja. Es war eine sehr informative Diskussion. Jutta, das waren alles nur natürlich Anregungen. Ich bin mir sicher, du weißt genau, wie du es anpacken willst und musst. Aber vielleicht hast du einen oder anderen Tipp von meinen zwei Gästen, von den erfahrenen Kommunalpolitikern Peter Liedhammer und Günter Bayer bekommen und richtest dich vielleicht ein bisschen danach, aber machen wirst du, was du selbst willst, ist klar, und du weißt selbst am besten, was zu tun ist. Jetzt komme ich noch einmal zu einem Punkt, das ist die Bundespolitik. Und zwar haben wir ja zurzeit die Koalitionsverhandlungen. Was denkst du, Günter oder Peter? Wird es eine Jamaika-Koalition geben? Also ich bin skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass nach Weihnachten Neuwahlen sind. Die sind, wenn ich das so sagen darf, eigentlich zum Erfolg die vier Parteien verdammt. Neuwahlen, da gehen die Leute nicht mehr wählen. Die haben die Nase voll. Wir haben jetzt ja in Ragenau auf jeden Fall fast 80% bei der Bundestags- und Oberbürgermeisterwahlen. Das kriege man nicht noch einmal hier. Ich meine, die sollten mal gucken, die sind gewählt und die Bürger haben das Ding zugespielt, sollen sie mal gucken, dass sie ähnlich werden. Nur eins weiß ich ja, die Frau Merkel wird so einfach mit den anderen zwei, drei nicht haben, wie mit unseren, weil wir waren sehr koalitionstreu. Ja. Wir haben manches wahrscheinlich eingesteckt, wo in Lindner, wie sie heißen, nicht einstecken. Mhm. Aber wir haben es an einen Koalitionsvertrag gehalten, was ja eigentlich fair ist und anständig. Oder Partner sollte das so sein, machen wir nicht nur die Sache auch. Ne? Jetzt haben wir das, wo ich anders sehe. Aber es wird schwierig und ich hoffe, dass Deutschland eine Regierung kriegt, die stabil ist. Und eins sage ich euch noch einmal, Freunde. Unser SPD brauchte mal eine Erholphase in der Opposition. Wir müssen uns von Grund auf ein bisschen erneuern, personell, geistig, programmmäßig ein bisschen erneuern. Nur sage, Gerechtigkeitslücke, wenn er das mit mir schon präziser mache, wie nur Gerechtigkeitslücke. Ich kenne was du da vorstellen kannst, auch ich nicht. Was ist Gerechtigkeitslücke? Da hätte man tiefer in die Einzelheiten gehen müssen. Die Leute haben sich da vielleicht auch ein bisschen verloren gefühlt oder nicht richtig informiert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir 4 Jahre in der Opposition uns erholen können und dann wieder zuschlagen und nicht bei 20%, sondern dann wieder aus der Opposition raus und wir in die 30% Regel mal hinkehren. Ja, was passiert dann? Angenommen, ich habe immer schon gesagt, es gibt Neuwahlen, meine Meinung. Ja. Was passiert, wenn Neuwahlen sind? Wie wird dann gewählt? Dann hat man mir gesagt, dann bekommt die AfD noch mehr Stimmen. Ja. Ja. Dann ist das doch extremer. Ja. Deswegen sind die auch verpflichtet, wie du gesagt hast, und du auch, endlich was auf die Reihe zu kriegen, damit diese rechten Ränder eben nicht noch stärker werden. Wenn du heute wieder gelesen hast, dass so und so viele tausend Leute nicht aufzufinden sind, 30.000, glaube ich, wenn ich recht gehört habe. Das ist wieder ein Punkt mehr bei der Umfrage für die AfD, weil die sagen, ja, wo sind dann die, wie kann ich, wann ich eine Wohnung vermiete, dann muss ich relativ schnell den Zettel ausfüllen, sonst werde ich gestorben, da habe ich bis zu 1.000 Mark, kann man mich strafen.
Ja, und alle kommen rein und laufen hier drin rum und man weiß nicht wo, wie, wann, was. Da stimmt was nicht, Freunde. Da stimmt was nicht. Ich sag davon, dass unsere Behörden waren mit diesem Ansturm überfordert. Ja. Und das haben sie eingebrockt gekriegt, das haben sie ja nicht selber gemacht. Ja. Das haben sie hingedrückt gekriegt. Haben sie hingedrückt gekriegt, ja, wie man so schön sagt. Ja. Der Mensch, der gesagt hat, wir schaffen das. Der hat auch Menschen dazu beigetragen. Richtig. Ja. Da gebe ich auch recht. Der hat ja gesagt, wir schaffen das, ja. Aber die muss halt mal schaffen müssen. Die hat er ja noch geprügelt. Ja. Dann hat man ja gesagt, ihr seid zu langsam, ihr schafft zu wenig. Ja. Ich meine, das sind die üblichen. Die sind ja. Wieder bringt, also irgendwann. Ich versuche immer, die Mitarbeiter zu gängeln, ja. Aber das in vernünftige Bahnlänge, das Ganze, ja. Das was ist sehr, sehr schwer, wenn da plötzlich 100.000 Leute kommen. Entgegen der Meinung meiner Partei, sage ich immer noch, bevor dass die Leute reinkommen, sollte man wissen, wer reingeht. Wenn du sie mal hinhuscht, ist schwer hinauszukriegen. Ist auch im privaten Bereich auch so. Wenn du einer in der Familie huscht, dann hockt er drin. Mhm. Und wenn vorher da der Tochter sagt, kannst du, überlegt er das dreimal, ob du in die Familie da reinholen willst, dann ist er noch draußen. Und ich bin ja auch, wenn einer aus einem Kriegsgebiet kommt, natürlich muss der eine geholfen werden, aber 50%, sagt die Statistik, sind halt auf unser Wirtschaftssystem. Aber wenn ich dann die Zahl höre, sind gerade 10% bereit, irgendwas davor zu tun. Wobei ich mich bei deinen Zahlen immer drauf verlasse, was so im Internet oder so steht. Muss ich mich ja verlassen drauf. Aber da habe ich ja auch eine Meinung wie meine Partei. Vor allen Dingen ohne Ausweispapiere, wenn ich so genau reinkomme. Aber das Handy haben sie. So deutlich wollte ich es nicht sagen. Doch, ich bin immer also, in meinem Alter, ja. In unserem Alter. Brauchen wir doch auf niemand mehr richtig. Nee, eigentlich ich will kein Bürgermeister mehr werden. Ich will kein Ortsvorsteher mehr werden. Ich mache mal Arbeit in der SPD und im privaten Bereich. Und deshalb sage ich ja, was ich denke. Ja. Habt ihr eine gute Reklame fürs Alter gemacht? Ja, ja. Nee, ich habe ja auch gesagt, nach Flugzeit, ich werde bei Fototour oder Schrems so Luft. Ja. Auch bei den Jutta weitermachen, wenn ich das einmal, zweimal im Monat, damit das Thema. Hochkalte bleiben. Schon wenn ich das einstehe, dann wird es vergessen, dann wird es sagen, ja, da hat es nur gemacht wegen Wahlkampf und so, ja. Ich bin jetzt schon angeschrieben worden, jetzt der Wahlkampf ist doch rum. Dann habe ich zurückgestellt, ich mache hier nur Feststellungen. Ja, und der Wahlkampf ist rum, aber wir machen das ja nicht wegen Wahlkampf. Also, ich habe mich ja bei dem Wahlkampf ziemlich zurückgehalten in der Sache, weil ich gesagt habe, ich bin ja nicht da. Ich hätte Bilder gehabt, wo ich hätte veröffentlichen können. Das waren Plakate vom Dr. Übel und dann haben die Müllhäuser gelegt, ja. Dann habe ich ja damals noch mit der Jutta abgestimmt, also nein, die Bilder lassen wir raus, die verwenden wir nicht. Ja. Das wäre unfair, ja. Ja. Aber die Politik ist immer nur ein komisches Geschäft. Weil du sagst, Peter, ich habe mir gedacht, so als unvoreingenommener Moderator, man könnte doch ein Gesetz machen, in drei Gruppen die Leute einteilen, erst die Kriegsflüchtlinge, dann politische Folgen und dann Wirtschaftsflüchtlinge. Schwierig. Jetzt hat man die Eleonore Häfner, die ihr Leben lang sich mit Migrationspolitik beschäftigt. Lieber Rainer, ich hab dich ja gern. Aber das geht so nicht. Nee, geht so nicht. Also, das heißt, was man sich so als normaler Bürger vorstellt, ist man. Oder umstandlich. Ist gar nicht durchsetzbar. Nee. Aber irgendwie müsste es doch eine Einteilung geben, wie man die Leute einteilt. Sodass man es, dass man Unterschied macht zwischen wirklich Kriegsflüchtlingen und Leute, die eben aus politischen Gründen zu uns kommen und auch Leute, die Arbeit suchen, um ihr Leben zu verbessern. Das muss man irgendwie teilen können. Weil ich das noch sagen darf dazu. Ja, klar. Was mich an der ganzen Geschichte etwas wundert oder irgendwie zu denken gibt, alles was kommt, sind junge, kräftige Männer in einem Alter, wo sie eigentlich in ihrem eigenen Land helfen sollten, wieder aufzubauen. Ja. Ich kenne da Sachen, meine Mutter und meine Großmutter haben da geguckt und haben Steine geguckt nach dem Krieg, gell? Ja. Mit dem Hammer, vorne spitz und hinten geguckt und haben geguckt, weil man die Scheie war zusammengeschmissen vom 43 und dass die Scheie aufgebaut worden. Also die brauchen ja eigentlich jede Hand da über, um den ganzen Kram wieder vorwärts zu bringen, wie bei uns das ja gemacht worden ist. Und dass da die Jungen abhauen und lassen ja Frauen mit Kindern zurück. Ich habe da einfach ein Verständnisproblem. Gut, die sagen, Frauen ist wahrscheinlich nicht so viel gezählt, hätte man ja, aber das sage ich auch immer nur das, was ich so lese oder her. Aber
fand man irgendwie nicht. Fand man irgendwie nicht, dass die Familie da einfach hocken lassen und hauen. Und die haben sich darauf verlassen, dass sie ihre Familie nachholen dürfen. Das ist ja ausgesetzt worden, ist ein Großteil, ja. Für den es doch gar nicht schaffen. Schaffen wir doch gar nicht. Und dann vor allen Dingen, unser Sicherheitsbehörde hat mit denen ganz schöne Probleme teilweise. Die kriegen sie auch nicht in den Griff. Nee. Kriegen sie auch nicht in den Griff. Die haben ganz schöne Probleme. Ja. Jetzt gerade wieder den Syrer, den sie festgenommen haben, der da Straftat. Was glaubt, wie viele Beamte das auf Dauer bindet, sowas? So, ja. Ne? Aber wir sind uns doch einig, dass irgendwie ein System rein muss in das ganze Spiel. Ja. Ja. Wie kriegt man das hin? Also, ich meine, das heißt, wenn du sagst, Peter, wer zu uns kommt, muss ich erstmal ausweisen. Ja. Aber da müsste man vorher die Grenze zumachen, oder? Du kannst ja niemanden zwingen, sich zu melden, wenn er, oder wie ist das dann wieder? Wenn er ohne Papiere einreist, reist er, oder? Kann er nicht einreisen. Das hast du gemeint. Du hast gemeint, wenn einer keine Papiere hat. Wenn er keine Papiere hat, kann er nicht rein. Dann würde er sich ausweisen. Ja. Schon haben wir das Problem, dass der sagt, ich bin Afghaner, ja, oder Pakistani, ich nehme ihn kenne ich zurück. In Wirklichkeit ist er Marokkaner, ja, oder Libanese oder was weiß dann ich. Ja, wie kriegst du denn dazu, dass er eher chronologiert? Dann vor allen Dingen die Residenzpflicht strenger Hand habe. Das heißt, sie kriegen ein Gebiet zugewiesen, wo sie sich aufhalten dürfen, und halten sie sich dann eben nicht auf oder verstoßen sie dagegen, ja. Dann gibt es einen Eintrag bei denen und das spielt für das Asylverfahren meiner Meinung nach eine Rolle. Und vielleicht hat du. Und auch hat du. Natürlich kann man ja auch und noch. Vielleicht hat du. Ja, die Residenz ist meiner Meinung nach wichtig, was sehr, sehr wichtig ist, weil die reisen ja. Oder zum Beispiel welche, die jetzt eine Heimat fahren auf Urlaub, was man schon gelesen hat. Ja, das kann ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein, das sind sie ja nicht verfolgt. Natürlich, wenn ich jetzt nur noch fliege auf Urlaub, dann mal Familienbesuch oder irgendwas, ja, dann kann ich nicht verfolgt sein da unten. Ne? Also das war ich mal nicht so ganz auch irgendwo. Und die muss man halt auch gleich sagen, okay, es halt drunter, es bleibt auch gleich drunter. Ja. Nichts wird so scharf überwacht wie Flughäfen in diesen Ländern. Und macht mir keiner vor, wenn ich politisch verfolgt bin, dass ich einreise und ausreise kann, ohne dass die mir sagen, du bleibst schon mal da. Die sind froh, dass sie wieder fort sind. Darf ich euch kurz unterbrechen? Ja. Ich habe noch 10 Minuten zugegeben, weil mich das so interessiert hat, ja, mit euch zu sprechen, auch gerade über das Thema noch. Ja. Da sind wir uns jetzt nicht ganz einig geworden, aber was ein ganzer Staat nicht schafft, haben es von mir geschafft. Haben von mir gerade geschafft. In einem sind wir uns einig, es muss endlich mal ein System in das Ganze rein. Ja. Und da sind wir schon weiter als mancher Politiker. Wir sind weiter wie mancher Politiker und grüne Farbe, die hätte sowieso ein großes Problem mit. Ja. Liebe Fernsehzuschauer, das waren zwei erfahrene Kommunalpolitiker, die im Alter sagen dürfen, was sie wollen. Haben sie von sich selbst gesagt. Aber darf jeder sagen, was sie will, egal ob Bruder alt. Bei Peter Niedhammer, Peter, ich danke mich bei dir. Bitte sehr. Es war mir eine Freude, euch eingegangen zu haben. Und wir drücken der Jutta die Daumen, dass sie das in Angriff nimmt, was die Bürger von ihr vorstellen. Und was sie vor allem sich von sich selber wünscht. Ich weiß, Judah hat selber einen hohen Anspruch an sich. Ja. Und wenn sie das so halb so viel durchbringt, was sie sich selbst vornimmt, dann ist jeder Bürger sowieso zufrieden. Ja. Weil Judah hat von sich so hohe Ansprüche, um den Bürgern alles nicht recht machen zu wollen, aber das so zu gestalten, damit es mit Ludwigshafen langsam wieder aufwärts geht. In dem Sinne, Judah, wir freuen uns auf dich als unsere neue Oberbürgermeisterin. Ab 1.1.2018 bist du im Amt in Würden. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche sehen, Jutta. Und David, du kommst auch zu mir. Ich freue mich, dass du auch kommst. Und ich sehe dich am 3., am 4.12. bei unserer Weihnachtsfeier von der SPD angenommen. Die Zusage habe ich schon. Wenn das kein Schlusswort da ist. Günther, Peter, vielen Dank fürs Kommen. Und liebe Tanzzuschauer, bis zur nächsten 51. Runde. Wir winken nochmal. Tschüss!